da wo höchstwahrscheinlich das Geknarze herkommt, ist alles mit Plastik ummantelt, sodass man da auch nicht irgendwie was reintun kann. Okay, jetzt ja, WD-40 habe ich versucht, aber... will ich doch eben erwähnen. Ich habe versucht, WD-40 zu benutzen, aber überall, wo es quietschen könnte, ist riesen Plastikummantelung drum, die ich nicht abkriege. Toll gebaut. You're very quiet there, Harry. You're not gonna be sick, are you? I think I'm losing my mind. What? How long have you known me? I don't know. A few years? I don't know you. I can't remember you. Since the car crash, nothing is making sense. Don't do this to me, Harry. Don't start tripping out on me. When you said you crashed your car, you didn't mention this. Damn, are you in pain? No pain. And I can remember most things. Just sometimes. Some details I try to focus, but then they slip away. And I think I'm seeing things. You really don't know who I am? No. Sid and Nancy? Who are Sid and Nancy? My tits? You named them? We're sleeping together? This is a joke, right? A really lame joke. I wish it was. Shit, the bridge is up. What can we do? Run up to the control room. See if you can get it moving. Okay. Look, don't, no forgetting what you're doing and wandering off. Spiel. Hey, I got it. I'll be waiting. Jesus. Jesus. Jo, die CD ist nicht zerkratzt. Sie sollte aber eigentlich nicht zerkratzt sein, weil das gerade so komisch gestottert hat. Ja, das frage ich mich auch. Das war eigentlich nicht normal. Können ja mal... direkt wieder speichern. Nur zur Sicherheit. Das fand ich auch ganz cool, weil das ist jetzt tatsächlich angelehnt an eine Stelle aus dem echten Silent Hill 1, wo man auch so eine Brücke runterlässt. Sogar so ähnlich designt. Ich muss mal hier hoch. Da unten ist im echten Silent Hill so ein Raum, wo man auch ein Bonus-Item kriegen kann. Oh, 555 3411. Da können wir bestimmt gleich anrufen, weil. Weil. Keine Ahnung, wie das geht. Also, Handy raus. 555. Capra? Yeah, you woke me up. Sorry, but I need your help. It's okay. I'm alone anyway. What do you need? I need to lower the bridge. What for, Mr. Harry. Harry Mason. I was in a car accident. I need to cross the bridge. My daughter needs my help. Okay, I got it. Well, listen, you're gonna need to go over to the phone. Hello? Yeah, Mr. Mason? I guess we got cut off and I can't seem to get through on your phone. Listen, to lower the bridge, here's what you do. Oh, this move on that. First you push the start button. A colored line will come on. If it's blue, move the center lever. Blau Mitte. Now if it's red, move the left lever. Rot links. If it's green, don't do anything, just wait. Grün gar nix. And if the yellow light comes on, move the right lever. Und gelb rechts. Okay, was? Blau Mitte, rot links, gelb rechts.
auch immer so ein bescheuertes System macht. Also, rot war links, glaube ich. Grün war gar nichts. Gelb war rechts. Blau war Mitte. Ah, perfekt. Ich bin ein Gott. Werden wir mal speichern. Ich bin jetzt ein bisschen nervös geworden, weil die CD vorhin gestottert hat. Why is this not freaking you out? Me not knowing you? This isn't the first time you've acted weird, Harry. What does that mean? Be straight with me. Stop it. If you know my daughter... I know of her. Let's not go there. So what are you to me? Why do you have to be like this? Just leave things be, Harry. Harry? Dahlia! Michelle ist, glaube ich, auch eingefroren. Das hatte ich nur nicht gezeigt in dem Principal Office. Aber das war jetzt erstmal so richtig neben uns. Oh. Wir gehen immer noch weiter nach unten. Ja, also das ist schon mal eine Situation, in der ich nicht sein möchte. Jemals. Im echten Leben. Hallo? Die Tür aufmachen. Na toll. Ja. Irgendwo findet man, glaube ich, gleich die Taschenlampe. Mit langsamer Zeit. Ich meine, die war hinten irgendwo. Da. Wo ist sie? Da. Da, da, da. Wo ist sie denn? Da. Nein. Nach hinten und dann nach links. Hab sie. Okay. Wow. Das ist nicht gut. Was steht da? It was. It will be over soon. Huh. Wie musst du mal mit dem Radio interagieren? So cold. Kann sein, dass ich jetzt sterbe, weil ich gerade vergessen habe, wie es geht. Tür. Tür.
Ach. Jetzt. Boah. Man kann das nämlich auch verkacken. Ich dachte eigentlich schon, das war jetzt vorbei. Er hat schon so Geräusche gemacht, die ich da noch nie gehört habe, weil ich so mega langsam war. Oh Gott. Oh Gott. Nasty, but inevitable. Everyone is going to die, even if we like to pretend otherwise. You could die tonight, in your sleep. Why doesn't that terrify you? How would you like to die? No, wait, let me guess. You'd want to die surrounded by family. It's academic, really. As we're only truly conscious of death when it happens to others. Yet to my age, you'll have seen plenty of people die. There, one minute, then, gone. Okay, game time. There are 7 pictures of people on the table. Your job is to tell me who is dead and who is merely sleeping. Divide them up. Left, dead. Right, sleeping. Okay. Ich würde sagen, der schläft. Er könnte halt bei jedem alles sein, ne? Das sieht auch mehr aus wie schlafen. Der sieht irgendwie tot aus. Genau. Die sieht aber auch eher wie schlafen aus. Die sieht nicht mal aus, als ob sie schlafen würde. Der ist tot, ganz bestimmt. Die ist auch tot. Man kann alle auf tot schieben, aber ich glaube, das beeinflusst ein bestimmtes Ende sehr dolle. Das ich, glaube ich, nicht haben wollte. Also fast alle Endings sind mir egal, aber so, glaube ich, hatte noch mal ein bisschen nachgelesen und ich glaube, ein Ende hatte ich mir gedacht, nee, das finde ich ein bisschen doof und das würde das, glaube ich, stark beeinflussen. Dann lass uns mal so. It's just an exercise. There's no right answer. Actually, they were all dead. Ah, sehr witzig. Okay, let's get back to it. Ah. Oh, hallo, Izzy. Endlich auch mal dabei. Oh, Entschuldigung. Prost, Mr. Fair. Oh ja, geil. Rollstühle. Who's Dahlia? Finde ich ja super in Silent Hill. A girl. The car went into the river. She drowned. Another crash? Das finde ich allerdings lustig. Another crash? How many crashes are you gonna have in one night? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. I could have died of hypothermia. Clothes. You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here.
We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. So? No! Tja. Das fand ich jetzt auch interessant gemacht, denn ich muss jetzt rollen. Fuck, fuck. Oh Gott, oh Gott. Will ich nach hinten gucken? Nein, ich will nicht nach hinten gucken. Roll weiter, roll weiter, weiter, weiter. Los, los. Das ist auch tatsächlich mal ein Spiel, muss ich sagen, wo ich es cool finde, wie sie die Bewegungssteuerung eingebaut haben. Irgendwann fing das ja an, dass jedes Spiel für jeden Scheiß irgendwelche dumme Bewegungssteuerung einbauen musste. Oh, du willst mit dem Schwert angreifen? Dann musst du wohl hauen. Oh, du willst irgendwie einen tollen Sprung machen? Dann musst du wohl den Controller schütteln. Für jeden Kack dumme Bewegungssteuerung, die irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber in diesem Spiel haben sie halt echt in einigen Stellen die interessant eingesetzt. Eben einfach auch, dass du die Gegner halt so richtig wegschieben musst. Oder eben das jetzt auf einmal. Das fand ich dann tatsächlich ganz cool. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich saudämlich aussehe, aber es ist egal. Los! Los! Oh Gott. Hier weiter, hier weiter. Moment, das ist eine Treppe. Hatte ich direkt noch ein bisschen Gymnastik. New Waypoint. Machen wir erstmal die Karte auf. Was ist denn der Waypoint jetzt überhaupt? Da. ER. Wo zur Hölle muss ich denn lang? Oh, ich glaube, ich kenne das ungefähr noch. Noch ist Ruhe. Die kleine Karte zeigt mir, glaube ich. Oh, da sind schon welche. Oh, der kommt gerade rein. Let's go. Ah, ja, genau. Hieran erinnere ich mich. Das sind überall Züge. Das ist jetzt ungefähr die richtige Richtung, ne? Oh, fuck, 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 fuck. Ah. Über den Zaun, über den Zaun, über den Zaun, über den Zaun, über den Zaun. Oh, oh. Lass mich los. Scheiße, jetzt kann ich nicht auf die Karte gucken. Davon muss ich die auf den Boden werfen.
werfe ich hier nochmal auf den Boden. Ach so. Ich muss jetzt eher in die Richtung. Da geht's hoch. Das kommt nicht. I feel terrible after last night. You were a lousy date. Where do you leave Annie's SU? What? 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 Alchemilla Radio, healing through music. Natürlich ist es Alchemilla Hospital, ne? Call 555-881. Just call 555-881. And for the final digit, use the number of the tune you want from our top 10 list. What's wrong with that? Right driving, my magic guitar, grinding night, rockin' rabbit, never again. What did she say? Daddy's girl. It's bestimmt Daddy's girl. Was war die Nummer? Die Bandage da in das Eis reingeht und dann da. Ich finde, es gibt echt eine Menge coole Designs hier in dem Eis, die man halt oft leider gar nicht so sieht beim Weglaufen. Ja, oder ist es Klopapier, ne? Könnte auch sein. Was haben wir denn jetzt? Hospital visit in your voicemail. She's fine. She's going to be fine. I'd want to go visit, but she's doing a good enough job. Spoiling her, as you'd expect. Don't want to cast a cloud over it. No use getting her hopes up, you know?
I'm just so glad she's okay. Na, wenn sie okay ist, dann kann ich mir ja direkt noch ein zweites Bier aufmachen. Ich glaube, ich muss doch mal die Sicherheitsschlaufe einfach ablassen. Es ist ja jetzt eh nicht das Spiel, wo man irgendwie großartig bowlen geht und aus Versehen die Wiimote in den Fernseher schleudert. Oh, das hebe ich später auf. Normal aus. Hallo? Open. Come on. God, please open. Are you okay? Doesn't look okay. You're not from the hospital. No. I had an accident. That yours? No. Yes. I'm not making any sense, am I? It's okay. Let's get you inside. You need help. I want to go home. I have medicine and gauze there. I'm a nurse. It's a few blocks north. I just need to rest. I'm headed that way. Can you walk? Yeah, I'm feeling better. Don't worry. Head wounds always bleed a lot. Lots of blood vessels close to the surface. It's nothing serious. I can clean up back at my place. Lisa. I'm Harry. Harry Houdini. Sorry. I'm always saying goofy things that come into my head. Harry Houdini. Maybe you're not okay after all. It's not far to my apartment. We can jaywalk in this weather. Where did you say you were headed? Home. My daughter went there after our accident. What happened? I crashed my car. I don't know how long I was unconscious, but when I woke up, Cheryl was gone. And she made it all this way? I know it doesn't quite add up. There are things I can't piece together. But she called me. I spoke to someone else on the phone. Harry, you're sounding like a crazy person. There are times when things don't feel real. I feel like I'm losing my grasp on the truth of it. But other times, everything is fine. This feels real. Hey, I'm as real as they come. Though, some patients mistake me for an angel. That's the medication. I'm real, and I've got the bags under my eyes to prove it. You been a nurse long? You add up all the overtime, back-to-back 12-hour shifts, compared to a standard 9-to-5, I've been in the hospital for 40 human years. Jesus. I've slept through half of it. Like tonight, fell asleep at the wheel. Hell of a wake-up call. Not far now. You still feeling okay? Yeah. Fine. So tell me about your daughter. Cheryl? She's young, bright, happy. Likes collecting stuff, you know, bits and pieces, bugs. She loves bugs. Bugs? Like dirty, creepy bugs? No, butterflies, pretty bugs. She has a collection. Dead ones? Yeah. Still creepy. Not really. You seem to see the creepy in everything. Is that a nurse thing or just you? Definitely a nurse thing. We have a unique outlook on life. Whatever happened to bedside manner? We still got that. For our special cases. All con. Mein Schatten. Muss mal eben die Katze reinlassen. Here we are. My apartment is just around the corner. Used to belong to the super. It's a lot bigger than the others, but
I only pay standard rent. The landlord has a thing for nurses. I see. Grab a seat. I'm just gonna get out of these things. I oughta... You're not running off yet. Warm up before you head back out there. I haven't thanked you yet. Good. 5 minutes. Come on, sit. Sit! Ja, Herrin. Das ist ganz cool designt hier. Watch some TV if you want. I won't be long. Mhm. You know, last time I had a guy in my apartment, it was summer. During the heat wave. Oh. Now it's winter. Hm. Freaky early, but still. Und tatsächlich merkt das Spiel, ob man da hinguckt oder nicht, und es beeinflusst auch weitere Sachen. I'm flies. Also guck mal, Leber, hier hin. Ich glaube, jetzt hat es das eh schon registriert. Seht ihr? Freak, Snowstorm, Hits. Okay. Mhm. You know, you're a nice guy, Harry. Thanks. I feel safe around you. You okay? Headache. Be a hero. Fetch me some pills from the bathroom. Check the cabinet. Get me some yellow ones. Sure. Okay. Ich mach erstmal den Fernseher aus, ne? Da kann man ja nicht mehr schlafen. Oh, geht gar nicht mehr. Oder musst jetzt wohl das blöde Rauschen die ganze Zeit hören, während du Kopfschmerzen hast. Was ist das? La Mensch. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Hey, she's a nurse. Die weiß bestimmt genau, was richtig oder falsch ist. Ja, ist ja gut. Guck ja schon. So. Ach du Scheiße. Erstmal aufdrehen. So. Die gelb. Gut. Ich sitze so nah am Fernseher. Normalerweise geht das recht einfach. Jetzt schüttel mal ein bisschen. Komm doch mal raus. Nee, die ist rot. Was ist mit der aus? Ah, jetzt habe ich es. Die ist gelb. Glaube ich. Sie hat doch gelb gesagt, oder? Oh, hat sie gelb gesagt? Ich krieg jetzt gelb. Jo. Thanks. Water? No, fine. Self-medication. The one true perk of the healthcare profession. Wer schluckt denn Tabletten ohne Wasser runter? Going 24/7. Kranke Sau. Okay, I'm going to sleep now. You let yourself out. Okay. Genieße den Schlaf.